Die Osnatel Arena in Osnabrück. 15.000 Zuschauer ausverkauft. Im Relegationshinspiel um den letzten zu vergebenen Platz in der zweiten Bundesliga standen sich wie bereits vor zwei Jahren der VfL Osnabrück und Dynamo Dresden gegenüber. Der VfL diesmal allerdings als Dritter der dritten Liga, Dynamo als 16. der zweiten Liga. Beide Teams gewannen jeweils ihr letztes Ligaspiel. Den besseren Start hatten aber die Gäste aus Dresden. In der 12. Minute Ouali auf dem Weg zum Tor. Osnabrücks Jungwirt dazwischen. Müller scheitert aber an Torwart Riemann und an Krück, die gemeinsam das frühe Gegentor verhindern können. Der VfL Osnabrück wenig einfallsreich und mit Problemen im Spiel nach vorn. Zielstrebiger die Dynamos. Wieder der schnelle Ouali, Piosek fast mit einem Eigentor. Dann schießt Müller den eigenen Mitspieler an. Viel Glück für den VfL in dieser Szene. Eine Führung der Gäste wäre zu diesem Zeitpunkt mehr als verdient gewesen. Ja, ist ärgerlich, wenn du erste Halbzeit solche Großchancen hast und du machst kein Tor. Ja, dann müssen die Spieler einfach giftig. Das ist das, was uns das ganze Frühjahr schon begleitet. Dass einfach diese Möglichkeiten, diese zwei Riesenmöglichkeiten nicht zu Tore führen. Wenn du hier in Führung gehst, wird die Partie ganz anders laufen. Wesentlich effektiver auf der anderen Seite der Drittligist. In der 43. Minute Gaetano Manno mit dem überraschenden 1:0 für den VfL. Manos kurze Ecke auf Thiel. Dann überrascht der Osnabrücker Benjamin Kirsten im Dynamo-Kasten. Eine freche Eckenvariante, bei der alle Dresdner nur noch Zuschauer waren. Ja, ich habe einfach nach der Ecke, die wir kurz ausgespielt haben, habe ich gemerkt, dass der Kirsten einen Schitten nach vorne macht. Ja, und dann ist, glaube ich, Schlitzohrlichkeit, dass ich den dann auch noch so reinmache, ist natürlich schön und freut mich für die Mannschaft. Nach der Pause verstärkte Dynamo dann zwar den Druck nach vorn, doch nach einem Handspiel von Brégerie entschied sich der Perl korrekterweise auf Strafstoß für Osnabrück. Die große Chance also für den VfL mit 2:0 in Führung zu gehen. Timo Staffelt gegen Benjamin Kirsten im Tor. Und der Keeper bewies erneut seine Qualitäten als Elfmeterkiller. Der Schuss von Staffelt halb hoch und unplatziert. So konnte Kirsten damit in dieser Saison bereits den 5. von 7 Elfmetern parieren und hielt damit die Chancen fürs Rückspiel fest. Denn es blieb am Ende beim 1:0 für den VfL Osnabrück. So kommentierte Benjamin Kirsten seine Elfmeterparade entsprechend nüchtern. Ja, aber kann ich mich momentan noch nicht so drüber freuen, wenn am Ende, also das heißt am Dienstag unterm Strich was Zählbares ist, das heißt für uns Klassenhalt, freue ich mich gerne darüber. Es ist noch nichts verloren. Wir waren die bessere Mannschaft heute und mit den Zuschauern im Rücken, dann werden wir Osnabrück überrennen. Es wird sicherlich ein Hexenkessel werden in Dresden beim Rückspiel. Was ist da besonders wichtig? Die Nerven zu bewahren. Einfach ruhig bleiben, die Nerven zu bewahren und uns auf unser Spiel konzentrieren. Uns nicht von der Umgebung verrückt machen lassen, sondern einfach auf unser Spiel konzentrieren und ruhig das Spiel runterspielen. Wir wissen, dass wir besser spielen müssen, um in Dresden bestehen zu können. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das auch schaffen. Osnabrück hat also vorgelegt, aber das 1:0 ist ein knappes Ergebnis. Dynamo also am Dienstag im Rückspiel in Dresden noch mit guten Chancen, den Abstieg zu verhindern. Allerdings hat sich seit Einführung der Relegation 2009 bisher immer der Drittligist durchgesetzt.